Eine Sache, die zu den gewaltigsten, sage ich mal, Verrat an der Religion ist und die einer der schlimmsten Arten und Weisen von diesen Loyalitäten zu den Ungläubigen ist, ist das, was wir heutzutage häufig sehen. Verschiedene Messen oder verschiedene Treffen, wo es darum geht, die Religionen zu vereinen. Ja? Wo es darum geht, sozusagen, Christen und Juden und Atheisten, ist ja alles, und Muslime, ja, sozusagen, man will versuchen, alles zu vereinen, ich weiß nicht, ob es einen Begriff für gibt, also dass man sozusagen versucht, ja, wir sind doch alle eins und lasst uns doch alle zusammenkommen und so weiter. Das ist einer der schlimmsten, sage ich mal, Bilder von dieser Sache. Ja, dass man versucht, sozusagen den Leuten klarzumachen, ob Muslim, ob Christ, ob Jude, es ist ja alles dasselbe. Ja, wir haben ja alle einen und denselben Weg, einen und denselben Schöpfer und es gibt doch keinen Unterschied zwischen diesen. Und wir haben bereits ein Naqid gestern erwähnt, und zwar, wer den Ungläubigen nicht zum Ungläubigen erklärt, ist selber ungläubig. Und wer an seinem Glauben zweifelt oder ihn als richtig ansieht, und hier ist genau dieser Punkt, wer ihn als richtig ansieht, dadurch, dass du sagst, ja, das Christentum und das Judentum und auch die Atheisten vielleicht und das Buddhistentum, es ist alles gleich, ja. Wir beten alle einen und denselben Gott an und wir lieben alle diesen Gott. Du siehst diesen Weg auch als richtig an. Ja, du siehst diesen Weg als richtig an. Und Wallahi, keiner von den Christen und keiner von den Juden, wenn er wirklich in seiner Religion aufrichtig ist, würde sich mit den Muslimen zusammentun. Keiner von den Christen und keiner von den Juden will, dass einer von ihnen sagt, ja, die Muslime sind doch genau wie wir. Ja? Aber leider, diese Probleme kommen häufig aus den eigenen Reihen. Ja.